Ist jetzt die Frage, ob wir die zweite Etage jetzt auch schon komplett durchhaben. War ich hier auf der Seite schon? Nein, oder doch? War ich bei dir schon? Nee, du hast da noch ein... Vermutlich erzählen die Hallen von ihrer Vergangenheit. Ich wollte gerade sagen, sie haben da noch etwas für mich. Danke. Ach, hier auch, aber hier ist schon wieder nichts. Boah, das ist so gemein. Ja, ihr stöhnenden Weiber. Aber hier war ich schon. Gut. Das ist gut zu wissen. War ich bei dir? Ja, doch, bei dir war ich. Du hast nichts mehr. Gut. Das heißt jetzt was? Das heißt jetzt, dass wir ganz nach unten dürfen, oder? Ah, da ist auch noch eine Tür. Hier war ich auch noch nicht. Oh mein Gott, ist das alles verwirrend. Ach, wie schön. Da macht das doch richtig Spaß. Müsste hier nicht auch irgendwo der Eingang zu dem anderen Dingen sein, zu dem anderen Geheimgang? Genau, weil dann kommt man. Ah, ein geheimer Eingang. Ja, Garrett, nur mit der Information, dass du den Wassertalisman schon hast, weil jetzt kommen wir nämlich oben raus. Das werde ich euch auch noch gerade mal zeigen. Ha, die Steuerung ist immer so blöd, wenn man die Dinger hier hochgeht. Da ist nämlich das Ding. Ja, komm. Benutzt deine Schlüssel. Genau. Jetzt sind wir nämlich wieder oben bei der Lady Valerius mit ihrem Wassertalisman. Ich wusste das. Ich wusste das, dass dieser Geheimgang existiert. Aber ich wusste nicht mehr, wo der Eingang dazu war. Mir fiel das nur gerade auf, weil die Tapete so gleich ist wie oben. So. Moment. Na, da lang. Oh mein Gott, hier kann man sich aber auch nur verlaufen. Ich meine, das Level und die Mission ist wunderschön, aber auch sehr groß und sehr weitläufig. Ups, da ist eine Wache. Bist du's? Ja, ich bin's. Ich weiß nicht. Mach die Tür zu, Garrett. Nichts Besonderes mehr da. Mach doch die Tür zu. Oh mein Gott. Puh. Naja, da wollen wir nicht hin. Nein, 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 da wollen wir nicht hin. So. Ja, Mist. Das heißt jetzt, wir können runtergehen, anscheinend. Weil, genau, hier war die Tür verschwunden. Und das heißt, da waren wir auch. Waren wir da auch schon? Ja, ich glaube ja. Genau, auf der anderen Seite müsste die eine Wache liegen. Richtig, da liegt sie. Gut. Und was war hier? Oh Gott. Nee, hier waren wir. Hier auch? Ja, doch, hier waren wir. Oh Gott, das ist doch furchtbar, ist das doch. So, jetzt einmal bitte runter. Ach, ja, und ich bin so unvorsichtig und schmeiß den hier einfach mal hinten. Doch, bitte. Oh Gott. Ja, aber wir haben die ganze Beute doch noch gar nicht. Wie viel Beute haben wir denn? Wir haben. Wo ist denn meine Beute überhaupt? Hallo, Beute? 1320. Bist du alleine? Ja, anscheinend. Ich glaube, den hole ich mir so. Ihr da, kommt heraus, ich habe euch gehört. Ja, dann komm doch. Denkst, ich komm raus, nur weil du mich gehört hast? Euch finde ich. Verflixt nochmal. Ja, komm. Du darfst gerne nach mir suchen. Das finde ich nicht so schlimm, wenn du nach mir suchst. Na komm. Komm. Guck dir einfach nur mal so um die Ecke. Oh mein Gott, dass das jetzt funktioniert hat.
Ich dachte eigentlich, dass der sich rumdrehen würde wieder. Garrett, das sind nur Stufen. Oh, Garrett, das darf doch nicht wahr sein. Das waren nur Stufen, junger Mann. So. Aber mal eine ganz dämliche Frage. Wo soll ich die ganze Beute herkriegen? Noch mehr? Nö. Was hast du? Ach, du hast ein Krönchen auf. Dankeschön. Dahinter ist auch nichts, aber dahinter kann man sich verstecken. Ich gehöre zum Inventar der Oper. Cool. Naja, da waren auch noch welche. Ich habe euch gehört. Was ist das für eine Tür? Ach, okay. Das wollen wir natürlich nicht. Ist da auf den... Warum steht da eine 3? Hier ist nichts. Ist da jemand? Jaha. Ich bin nur der musikalische Leiter. Warum sind da Schleusen? Und bist du alleine oder holst du eine Wache? Ach, der ist gerade gegangen. Ja, dann. Was zum... Was hat das in der Oper zu suchen? Naja. Ach, ist er jetzt wieder zurückgekommen? Oh mein Gott, was ist hier? Beute? Ah, Beute. Okay. Hilfe! Hier ist ein Kerl. Ich hab dich doch nicht belästigt. Ich wusste doch nicht, dass du hier reingehst. Na super. Naja, egal. Das schaffen wir auch. Ich habe davor keine Angst. Ja, dahinter sind bestimmt auch noch Wachen. Wundern würde es mich nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben in dieser Mission das Inventar umgebastelt. Das ist das Geräusch, wenn man versucht, eine Tür zu knacken. Genau dieses Geräusch ist das. Liebe Wache. Nein, Garrett. Oh mein Gott, Garrett. So, Tür zu, nach unten. Eigentlich noch nicht. Ach, hi. Gott, hoffentlich kommt er jetzt hier hin, dann kann er sich auf einen Knüppler freuen. Dann werde ich ihn nämlich belästigen. Komm doch her. Du denkst, ich habe Angst vor dir. Naja, hier ist sonst nichts mehr. Das war die einzigste Beute, die hier ist. Da. Du bist ein Mann, das fällt mir jetzt gerade mal so auf, dass die Männer, zumindest die in diesen Klamotten, männliche Stimmen haben, aber wenn man sie knüppelt, dann stöhnen sie wie eine Frau. Ist mir mal so aufgefallen. Deswegen wird er sich auch beschwert haben, dass da ein Kerl ist. Ach, Ticket Office. Dann war das die Kasse. Ja. Ach, dann sind hier die Schalter. Ja, das sieht aber... Also, nee. Nee, das sieht nicht aus wie irgendwelche Schalter, um Karten zu verkaufen. Das sieht irgendwie anders aus, aber... Wo gehst du lang? Wo gehst du lang? Das ist eine sehr schlechte Idee. Oder auch nicht. Ihr da! Ja, ihr da, richtig. Oh mein Gott. Das ist doch teilweise etwas krank. So, was haben wir jetzt hier noch? Noch so eine schöne Tür. Oh. Was sehen meine Augen da? Sehr schön. Finde ich ja toll. Haben wir die Beute ja gleich zusammen. Noch nicht so ganz, aber... Ne, die sind nicht wertvoll, ne? Nö. Hä? Seit wann nimmst du das so mit? Garrett, du verblüffst mich gerade.
Naja, dann nimm den Teller halt so mit. Dann haben die hier tatsächlich was umgestellt bei der Goldmission. Noch eine Wache? Ich höre dich. Was soll das? Aber ich denke mal, ich werde jetzt, auch wenn der Wecker gleich klingelt in 4 Minuten 30, werde ich doch weiterspielen, weil wir haben die Beute gleich zusammen und so groß ist das nicht mehr. Dann haben wir diese Mission nämlich auch schon fertig. Ach, du bist alleine rausge... Nein, doch, leider nicht. Naja, ich speichere trotzdem. Wenn ich euch finde. Ja, dann find mich doch. Ich bin hier. Kuckuck. Soll ich euch etwa aufstöbern? Ja, bitte. Ich bitte drum. Sollte das etwa wehtun? Nein, das sollte nicht wehtun. Ich wollte dich nur knüppeln. Och, nö. Haha, mein Gott. Ihr macht alle denselben Fehler. Ihr dürft mir nicht den Rücken zudrehen. Dass ihr das aber auch nicht lernt. Hast du noch was? Nö. So. Was hattet ihr da jetzt noch drin? Ich hoffe, Beute. Ach, da hängt noch ein Brief. An Captain Colliard und die Männer der Opernwache. Ich wünsche, dass vor meinem Büro Tag und Nacht 2 Wachen postiert werden. Kommt es in der Oper zu Tumulten oder einem Zwischenfall, erwarte ich, dass 2 weitere Wachen in meinem Büro Stellung beziehen. Das Artefakt muss beschützt werden. Ich dulde kein Versagen. El Valerius. Tja, dadurch, dass wir uns hier so ruhig verhalten haben, waren da nur 2 Wachen. Auch noch ein Gaspfeil. Was machen die Wachen denn mit einem Gaspfeil? Ist aber ganz extrem hier. Nein, du hast jetzt nicht den Eiltrank genommen, Garrett. Doch, hast du. Ja, dann warten wir erstmal, bis die Wirkung nachlässt. Ich wollte eigentlich gucken, ob hinter diesen Dingern da irgendwie ein Geheimfach ist, aber... Ah gut. Boah, die Eiltränke halten aber nicht lange. Sind hier noch mehr Wachen? Ich hoffe nicht. Na, hier hat noch jemand gute Laune. Ja, warum probiere ich die Schlüssel eigentlich? Warum versuche ich es nicht direkt mit den Dietrichen? Das wäre irgendwie sinnvoller. So manchmal. Oh. Ein Türgriff. Ja, Garrett, dann nimm den Türgriff mit. Naja, hier ist anscheinend nur so eine Rümpelmüllkammer. Ist aber auch gemein. Ach ja, und hier sind wir wieder unten in dem großen Raum. Ich frage mich, ob man hinter die Bühne kommt, aber vielleicht ist diese Tür dafür gedacht, dass man hinter die Bühne kommt. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Halt, ich habe gesagt, ich probiere die dämlichen Schlüssel nicht mehr. War ganz gut so. Wenn jetzt natürlich einer gepasst hat, dann ist das jetzt mein persönliches Pech, aber bevor ich da alle Schlüssel durchklicke, das bringt ja in den meisten Fällen nichts. Na komm. Wäre jetzt irgendwie wirklich cool, wenn man hinter die Bühne käme. Okay. Noch eine Art Schatzkammer. Anscheinend. Oder Requisitenkammer. Ja, man braucht ja oft so Vasen. Nö, die braucht man ja oft auf der Bühne. Aber wir haben die Beute immer noch nicht zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das? Da kommt einer, da kommt einer. Kommst du hier lang? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oder doch? Schneller, Garrett, schneller. Mach das aus. Oh oh. Ja, und der sieht mich nicht. Ich liebe euch Wachen. Ihr seid einfach die Besten in diesem Spiel. Die sind mir richtig sympathisch geworden, die Wachen. Oh, Garrett. Mein Gott. Rein da. Jetzt kann man dich auf die Bühne bringen. Ich hoffe, du wirst ein großer Star, dass ich dir dazu verhelfen konnte. Ja, tatsächlich, da ist die Bühne. Und hier ist der Aufzug. Nö, nicht runterfallen. Ist aber ein anderer Aufzug. Das ist ein anderer Aufzug.
Ups. Ja, der Wecker klingelt, ist mir jetzt wurscht. Ich spiele ich weiter. Ich höre nichts Besonderes mehr. War wohl nichts. Ja, das ist schön, dass du nichts Besonderes mehr hörst. Hoffentlich wird dir das mal nicht zum Verhängnis, Junge. So. Geh du mal dahin. Doch. Und hier ist die Bühne. Ja, da hat sich was bewegt. Oh Mann, ich glaub, das war wohl nicht. Nö. Na, hier auf der Bühne wohnt keiner. Können wir hinter den Vorhang? Ey, cool, wir können hinter den Vorhang gucken. Hallo Leute! Ist da jemand? Ja, ich bin euer großer Star. Ihr dürft ausrasten. Tja, ich würde ja gerne bis zum letzten Akt bleiben, aber die Pflicht ruft. Ich muss langsam los. Nee, Garrett, noch nicht. Du hast die ganze Beute noch nicht gesammelt, deswegen darfst du noch nicht gehen. Da war doch gerade so ein Dingsbums. Wofür ist das? Für Licht. Mach das wieder aus. So. Ist jetzt die Frage, lohnt es sich, da oben hinzugehen, zu dem Typ? Ich weiß es nicht. Hm. Ich würde ja mal interessieren... Der ist nicht alleine, glaube ich. Ganz bestimmt nicht. Sind das da Lautsprecher oder was soll das da sein? Naja, ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ist nur schön, dass da wieder dieser Metallboden ist, den ich so liebe. Na komm, hoch, hoch, hoch. Leise. Das habe ich gehört. Bleib sofort stehen. Nein. Der ist aber alleine hier oben. Das Keine ist gut. Sorge. Ich finde euch schon. Ach, das sind Säcke. Ach, sag das doch. Ach, die sind doch zu zweit. Verdammt. Aber ich habe noch einen Gaspfeil. Ich sagte, ich habe noch einen Gaspfeil. Ich habe sogar noch zwei. Und heb die Fäuste. Ich komm. Ist da jemand? Ha. Ha, ach, das freut mich ja. Komm mal weg da, bevor du runterfliegst. Ja, nein. Na, da noch ein Sack für die Bühne bitte. Cool. Ach, ich finde diese Mission so geil. Ich liebe sie. Ist nur die Frage, ob hier oben was ist, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat oder eher nicht, aber ich glaube eher nicht. Nein. Naja gut, hätte aber sein können. Dahinter muss auch noch irgendwas sein. Ich weiß nur noch nicht was. Ah! Verstehe. Hier war Cripps. Genau, hier war Cripps. Auch nicht schlecht, dass man über die Bühne dann sogar hier hinkommt. Das ist ja echt mal cool. War auf der anderen Seite nicht auch noch sowas? Nein, Garrett, nein! Oh, Garrett. Du bist gerade durch die Leiter gedingsbumst. Garrett, was machst du hier mit mir? Was soll das? So. Ah, da war noch eine andere Seite. Würde mich mal... Ach, da hängt noch ein Zettel. Den habe ich den schon gelesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf der Seite geht das doch bestimmt auch. Wo kommt man denn da raus? Wo kommt man hier raus? Oh, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Könnte interessant werden. Ja, ich probiere die Schlüssel einfach nochmal. Gut. Ist mir mal wieder eine Lehre, dann lassen wir das mit den Schlüsseln. Oh Mann. Hoffentlich ist da jetzt noch Beute hinter. Oh. Ich hoffe, das sind nur Requisiten, Leute. Dass ihr das nicht für irgendwas anderes braucht. Ja, und diese Bilder können wir natürlich nicht klauen. Oh, auch sehr interessant. Das sieht aus wie ein Kampf von Hammeriten gegen Heiden. Hm? Ja. Gegen den Schwindler. Ich dachte gerade, da wäre einer, der auf dem Pott sitzt. Beute. Das finde ich ja nett. Auf der anderen... Oh, auf der anderen Seite auch nochmal. Und ich hoffe, dann haben wir alles zusammen. Ist nur die Frage, ob wir dann auch alles gesehen haben. Na, die Statuen können wir natürlich nicht klauen. Oh. Ach, wir brauchten 2000, kann das sein? Ja, wir sind fertig. Will ich schon raus? Nein, die Tür, die knacke ich jetzt nicht extra.
Das ist ja Schwachsinn. So. Aber was ist denn hier noch? Man muss hier ja auch normal hinkommen. Auf jeden Fall sind hier noch Wachen. Ich habe sie gehört. Ich habe euch gehört. Hey, wer da? Ich, dein schlimmster Albtraum. Verstehst du mit dem Rücken zu mir, oder? Nee, du guckst mich ganz genau an. Ja, und dann reagierst du nicht. Ist hier noch eine Fackel? Oh ja. Schnell mal ausmachen. Wir haben ja noch genügend Pfeile. Ja, und der Typ sieht mich nicht. Das darf doch echt nicht wahr sein. Oh, er hat sich gedreht. Gott, Garrett, du wirst ja schon fast ein Ninja. Ich glaub's ja nicht. Heftig. Das war heftig. Ja, hier waren wir schon. Welches Stockwerk? Zweite. Puh, ja. Mich würde mal die Tür interessieren, da bei der Bühne. Die würde mich echt mal interessieren. Wo man da noch rauskommt. Tust du dir weh, wenn du hier runterspringst? Naja, wurscht. Ich kann nicht auf deine Gefühle achten, Garrett. So leid, wie es mir tut, aber es geht nicht. Hier war doch eben noch ein Brief, den ich noch lesen wollte. Ach, da. Den habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gelesen. Doch. Doch, den habe ich schon gelesen. Gut. Was? Ach, der... Ich dachte gerade, was ist das? Mich würde jetzt echt mal diese eine Tür da hinten interessieren. Die da unten. Ja, da war auch was. Ja, ja, regt euch ruhig alle auf. Das ist mir egal. Ach, das war nur die Tür? Das heißt, wir haben jetzt alles gesehen und alles gemacht? Oh. Oh, hi, halt. Bleib hier. Hier ist keiner mehr. Bleib hier, Süße. Bleib doch hier. Danke. Eigentlich wollte ich die Besucher ja nicht knüppeln, aber wenn sie es mir schon so, wenn sie es schon so von mir verlangen, dann muss ich dem ja einfach nachkommen. Tja, hier ist nur die Bühne. Also, nee, Quatsch, hier nicht. Waren denn hier noch Wachen? Gott, ich habe wieder das Gefühl, dass ich die Hälfte nicht gesehen habe. Moment, ist das hier das mit der Eroberung gewesen? Na komm, rein da. Oh ja. Ja, ich habe doch gesagt, ich nehme dich mit aus dem Level raus, ne? Ja, dann komm mit. Ich kann doch meine Eroberung hier nicht zurücklassen. Dass ich aber auch immer irgendwas mitnehmen muss. Egal, ob es ein Teller, eine Frau oder ein Hammer ist. Ich nehme alles mit. Ah, was ist da? Ach, ihr seid da. Tschüss. Joa. Ah, Frau, bist du eigentlich getauft, wenn nicht hier? Einmal doch, Garrett. Du sollst sie bitte taufen. Komm. Naja, komm, das zählt als nein. Ich weiß, wie wir dich taufen. So, hier. Jetzt bist du getauft. Jetzt nehme ich dich mit. Und ich taufe dich auf den Namen... Conadra Cripps. Genau so taufe ich dich jetzt. Ja, das heißt, wir können gehen. Irgendwie wäre es jetzt geil, durch den Haupteingang zu gehen. Obwohl, die werden mich verfolgen. Ist nur die Frage, wie bin ich hier nochmal reingekommen? Wie bin ich hier nochmal reingekommen? Ach, wurscht, wir gehen durch den Haupteingang, mein Gott. So, hi Männer. Ach, Garrett, du gehst ja schon. Hallo? Zeig dich! Ja, ich hab mich doch gerade gezeigt. Das ist doch mal echt hart. Das ist wirklich hart. Wen höre ich da? Mich und meine Eroberung. Juhu, Garrett hat es geschafft mit seiner Eroberung auf den Armen. Das ist doch richtig romantisch. Was haben wir denn gemacht in der Mission? Gesamtzeit 1 Stunde 39 Minuten und 59 Sekunden. Ihre Beute 2120, Gesamtbeute 2920. Wo zum Teufel soll die noch gewesen sein? Aber okay. Gestohlen 8 von 13, Schlösser geknackt 9, gemeine Morde 2, erschlagen 34. Warum gemeine Morde 2?
Ah, okay, dann zählen die das. Aber ich habe doch eigentlich nur den einen angeblich getötet. Naja, wurscht, wie die das zählen. Treffer 164, Wunden 28, Heiltränke 23, getötete Unschuldige keine und die übrigen Toten 5. Vom Gegner entdeckte Körper einer. 5 Tote. Naja, wurscht. Dann sehen wir uns mit der nächsten Mission im nächsten Part.